Dieses feine Bübchen ist Camino. Camino ist für einen Galgo-Rüden tatsächlich etwas zierlich. Und genauso, moi, weiter streicheln. Genauso zierlich wie er ist, so ist auch tatsächlich seine Seele. Der Camino ist jetzt, oh Gott, lass mich rechnen, 5 Jahre alt. 5 Jahre alt, ist Leishmaniose negativ und mit Katzen erfolgreich getestet. Das heißt, er könnte auch zu Katzen vermittelt werden. Er hat sich hier im Katzentest freundlich gezeigt. Camino wurde direkt vom Galgero übergeben und war zu dem Zeitpunkt, als er kam, Bibi, darf ich mal zeigen? Man sieht das hier noch. Der hat hier so diverse Narben am Körper und auch an seinem Kopf. Der hatte sehr, sehr viele Wunden, als der hier ankam. Der Galgero meinte, das war wohl von der Beißerei, aber man, was auch immer. Auf jeden Fall, was man sagen darf, ist, dass all diese Wunden auf seinem Körper verheilt sind und er trotzdem mit seinen Zwingerkollegen hier total freundlich ist. Der macht hier keine Probleme und das ist wirklich ein richtiger kleiner Musterbube. Camino wünscht sich gerne auch ein Zuhause, in dem es schon einen Hund gibt, weil er die Gesellschaft seiner Artgenossen einfach wirklich genießt. Und ansonsten ist er wirklich, also ist einfach, der ist einfach zauberhaft. Ei. Und er kuschelt gern. Er kuschelt gern. Camino ist ausreisebereit. Und es wäre so, so schön, wenn er nicht mehr lange warten muss, bis er endlich sein Ticket einlösen darf. Auf dem Weg in sein neues Zuhause. In ein Zuhause. Die Augen verleiht richtig. In sein Zuhause, wo er dann tatsächlich nicht mehr als Jagdgebrauchsgegenstand genutzt wird, sondern ein echtes, vollwertiges Familienmitglied sein darf. Wenn du dich für Camino interessierst, wenn du sowohl Spaß an Aktivität hast, an Spaziergängen, an Wanderungen und Camino auch hier und da seinen Freilauf ermöglichen kannst in einem gesicherten Gelände, als auch hier so ein Kuschelmäuschen gern haben möchtest, dann melde dich. Camino wartet sehnlichst auf sein Glück und wir freuen uns sehr, sehr, sehr auf deine Anfrage.